Where are we? We are beneath the Astral Academy. Na gut, das hatten wir schon gehört. Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Trine. Shall lead the way. Follow me. Nein, follow her. Sie ist doch gerade hier vorne. Stirb, stirb. Danke. Und gehen wir wieder zum Krieger. Ja, wir sind hier sonst wo und es hat erstmal schön sich da festgehakt. Naja, zur Not könnte ich es ja mit dem Magier wieder holen. Bewegen. Levitieren. Autsch. Das habe ich kommen sehen. Was anders? Das mache ich hier. So, dann will ich dich. Na, etwas tiefer noch. Da rein bewegen. Und Gott. Man könnte meinen, ich würde das planen. Bist du tot? Ich glaube schon. sorry. gut. Da geht's auf jeden Fall irgendwie nach unten. Ups. Ich will da doch nicht immer reinspringen. Gut, ich denke mal, ich muss sowieso hier hoch. Ja, das hat doch super geklappt. Und jetzt geht da unten das Tor auf. Habe ich das Spiel verstanden oder habe ich es verstanden? Okay, da oben ist nichts, wo ich mich hoch dran angeln könnte. Gott. Hier rechts sieht nicht so aus, als wäre da irgendwas wäre. Moment mal kurz. Nein, da ist nichts. Also runter. Mit dem Aufzug. Sweet. Gib das mal rüber. Zum Glück sind diese Teile stabil. Und noch mehr Skelette. Okay, das geht runter, während das andere hochgeht. Oh Gott. Gut, das hat auch mal wieder super geklappt. Ah, die Stacheln können mich, obwohl sie da durchschlagen, nicht treffen. Das ist toll. So. Runter mit dir. Gut. Ich dachte, runter. Na gut, das kannst du da lassen. Jetzt auch. Ich gehe hier drauf, ich gehe hier drauf und mach das auf. Und was finde ich diesmal? Letztes Mal war es ein Amulett, diesmal ist es ein Amulett. Amulett of Energy Gain. Restores energy for the bearer, but only when they are not. Nein. Wie kann ich weitere Informationen dazu lesen? Ja, keine Ahnung. Der Text ging ja recht offensichtlich noch weiter. Aber ich vermute einfach mal, das heißt, wenn er nicht ausgewählt ist. Cool, das würde gehen. Ja, nee. Machen wir es auf die einfache Art und Weise. Oh oh. Oh oh. Okay, dann. Das hat nicht funktioniert, also mache ich. Hallo, da oben sehe ich doch den Balken.
Was, an dem Balken kann ich mich nicht festhängen? Wie langweilig. Und ich liebe es immer, wenn... Du bist groß! Gut. Ich kann ihn auf jeden Fall nur da oben treffen. Ups. Sie schien mir auf jeden Fall ziemlich gut da zu sein, mit dem die ganze Zeit rumschmeißen. Und das sieht so aus, als könnte man da hinten erkunden, aber hier kann man ja natürlich nur Side-Scrolling machen. War ich noch mal kurz bei ihr. Noch eine Truhe, was finde ich diesmal? Irgendwas, was Hells regeneriert, während ich nicht da bin. Strange of the Titans for the Night. Ah, eine neue Fertigkeit. Is the Strange of the Titans bestowed upon him, the Knights of Philly reach even greater heights. Ach, einfach warten und scrollt runter. Sehr gut. The Knight can pick up small objects and throw them about. Okay. Interessant. Jetzt kann ich ja mal kurz warten. Und warten. Und warten. Ah, okay. Nicht über Zeit, sondern... für jedes Monster, was man tötet. Das ist eine halbwegs sinnvolle Information. Schmeiß ich einfach erstmal runter. Gut. Nein. Ja, gut. Ist da oben sonst noch was? Ich denke nicht. Das hier sieht doch sehr verdächtig aus. Keine Ahnung, was mir das jetzt bringt. Oh, stopp. Hehe. Die Pfeile fliegen aber auch relativ langsam, muss man mal sagen. So, ist er jetzt tot. Dann kann ich... Nein, ich will doch nur das Teil zerblockieren. So, das sollte jetzt reichen. Gut, dann bewege ich dich mal aus dem Weg. Trank da unten brauche ich ja eigentlich nicht, egal. Hole ich mir trotzdem. So, gut. Wie kann er eigentlich Sachen aufnehmen? Das war blöd. Okay. Dafür, dass er sich so angestrengt hat, kann er aber ziemlich... Was? Das war unfair. Shit. Ah, scheiße. Ich war ja oben drauf. Nehmen wir lieber diesen Weg. Ganz komme ich gerade auch mit ihr nicht da hoch. Das ist ja schrecklich. So, jetzt bin ich ganz am Rand. Wieso kann ich mich nicht weiter hochziehen? Ach, nervig. Holen wir halt erst das runter und gehen wir zu ihm.
da was drauf. Und dann noch einen kleineren neben. Den schiebe ich ein kleines Stück zurück. So. So. Und so. Manchmal geht es auch einfacher. Gut. Ich bin sogar hochgekommen. Dass diese Pfeile überhaupt irgendwas schaden, wenn die so langsam fliegen. Komm, einen noch, dann ist der auch platt. So, jetzt bin ich trotzdem hier unten. Man will ja alles erkunden. Ich glaube nicht, dass hier unten allzu viel ist. Nicht wirklich. Autsch. Autsch, was war das? Einmal komplett rum. Gott. Das sah doch mal richtig gekonnt aus. Mal wieder. Kann ich das Teil bewegen? Nicht im sinnvollen Maße, glaube ich. Habe ich da oben nicht irgendwas gesehen? Außer Feuerwellen. Nein, wahrscheinlich so. Als allererstes blockieren wir wieder das. Sehr schön. Ich bin tot, aber ich habe die Erfahrung bekommen. Es war eine sehr hilfreiche Erfahrung, würde ich mal meinen. Oh Gott. Ich fühle mich ein bisschen an Indiana Jones und so erinnert. Und ich habe ja jetzt auch... Oh, oh. Ich habe ja auch nur den beschissensten Kämpfer gerade. Oh, oh. Das wird nicht gut ausgehen. Und ich habe nicht einen scheiß Teil gezaubert. Continue from last checkpoint. Oh, Gott. Oh. Die Scheißstelle. Und jetzt kommt man da nicht mal wieder von vornherein hoch. So, gibt es her. So, mach dazu. Das hier vorne, das sieht schon fast zu verdächtig aus. Gut, aber... Hallo? Ja, du konntest eben die ganze Zeit daran... ...dich hochhangeln. Also mach das wieder. Ich sagte, mach das wieder. Ja... Oder so. So, gehen wir zum Krieger. Gut, ist auch noch alles da. Dann geht's ja. Bin ich... Hehe. Oh, und den habe ich nicht gesehen. Dumme Kamera an der Stelle. Gut, nächster Raum. Und ich höre schon die Gegner. Einer ist da oben. Erst mache ich die hier unten fertig und dann hole ich mir die Bogen. Nein, ich hole mir den Magier. Ich hole mir nicht den Magier. Ich
hole mir den Magier. Und ich hole mir wieder nicht den Magier. Wieso kann er keine Feuerbälle schmeißen? Ich habe gehört, das ist auch gut, um die Ladies zu beeindrucken. So, war's das jetzt? Oh, shit, aber da oben war noch mehr. Nämlich dort. Ups. Nein, ich drehe immer zu früh um. Gott. Und was war das für ein Mini-Hüpfer? Schämst du dich nicht? So. Kann ich das in irgendeiner Weise bewegen? Nein. Den könnte ich schaffen. Gut. Da brauche ich noch ein bisschen Übung, damit ich das regulär, also häufig schaffe. Nicht nur so jeden fünften Versuch. Gut. Und Checkpoint. Ja, Hells kann ich immer gebrauchen. Moment mal eben. Jetzt hat so komisch da drin. Nimm das auch mal mit. Nein, denn da gibt's nichts. Naja, war ein Versuch wert. Irgendwie kann der die leichter bewegen. Die Kette. Ja. Das ist gerade blöd. Nein, ich will nur das Teil. So, ich gehe erst auf die andere Seite. So, hebe ich es wieder da hoch. Okay, wenn ich da draufstehe, kann es nicht. Nein, du sollst da einschieben. So. Und dass der das mit seinen alten Kräften noch auf den Boden schieben kann, das ist doch unglaublich. So, und jetzt. Irgendwo kann ich es da doch. Nein. Du sollst in die andere Richtung. Wieso kannst du das nicht runterdrücken? Shit. Das Gegengewicht könnte ruhig etwas größer sein. So, nochmal drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da drauf was ausbalancieren könnte, dass ich es dadurch schneller machen könnte, aber egal, ich bin ja durch. Autsch. Vielleicht sollte ich. Sehr schön. Genau das, was ich brauchte. Mehr von den Teilen. Sehr schön. Gott, das war eine Verschwendung. Wenn ich es nochmal durchspiele, oder sollte ich es nochmal durchspielen, weiß ich auf jeden Fall, was, wo ich nicht drauf treten werde. Zahnräder. Wer baut hier Zahnräder hin? Und da ist meine Gefährtin wieder da und ich wollte eigentlich gar nicht zwischendurch werfen, aber
der steht genau falsch. Also wieder mein Lieblingstrick. Hey, nicht auf die alten Männer. So. Müssen schwingen, schwingen, schwingen. Und wie das klappt. Gut. Nehmen wir als erstes mal den, damit ich keinen eigenen mehr schaffen. Und setzen. Spießen den auf. Gut. Und dann als nächstes nehme ich den auch direkt in Gewahrsam und spießen mal eins runter auf. So. Wow, was war das für ein komischer Sprung? Ach, komm. Wieso schafft der es einfach so da hoch? Ah. So. So, wie hat er das gemacht? Wenn das ein Skelett kann, kann ich das doch sicher auch. Nee. Komm. Yeah, das funktioniert sogar. Da das nicht funktioniert. Wow, dass die Stacheln mich. Ich hatte eigentlich erwartet, dass die Stacheln mich verwunden, aber jo, in Kauf genommen. Who cares? Energy Vial. Das bringt. Restores Lost Energy for Crackshot. Okay, das ist cool. Also, ein automatischer Trank, der sich bei jedem Checkpoint wieder neu. So, benutzen wir auch mal seine Fähigkeit. Ja, merkt mich langsamer. Reicht das? Das reicht. Sehr schön. Okay, ich gehe erstmal hier unten gucken. Nichts Interessantes soweit. So, dann machen wir mal das. Machen das. Und failen. Schnell durch. Ah, ihr habt sicher auch das Grüne da vorne gesehen, nicht? Okay, da. Komme ich so gar nicht durch, da muss ich. Autsch. So komme ich da dran. Und das Ganze noch einmal. So, und jetzt das Spiel hier. Das hat auch gut geklappt. Und der nächste Raum. Wieder mal so ein schöner Tempel.
Yes, you are correct. This is the tomb of the Guardian. It has inscriptions all over it. Ja, die Gruft des Wächters. Tomb of the Guardian, Dragon Graveyard. As the wizard read the inscriptions, legends of artifacts began to emerge. There had once been three guardians, each with an artifact to protect. The trine was an artifact of the soul and righteousness, and a catalyst for the powers of good that had quietly helped raise young, good-hearted wizards in the Astral Academy. The two remaining artifacts were mentioned only briefly. The second artifact that pertained to mind and power had been stored in the great castle in the middle of the kingdom. The wizard did not yet understand everything the inscription said, because some pieces were clearly missing. But it was enough. Their destination was the castle, home of the second artifact. Ominous sounds echoed in the distance. A vast wasteland lay between our heroes and the castle, the Dragon Graveyard. Ja, gut, falls es nicht ganz so verstanden hat, halt Inschrift über die Artefakte. Erste fiel von Schülern in der Astralen Akademie geholfen, nicht so viel über die zweiten anderen und jetzt müssen sie zum... Ach, irgendwo hin. Müssen sie, und dazu geht's durchs Wasteland namens Dragon Graveyard. Das wurde kurz vorm. Gut, aber ich mache erstmal einen Cut und man sieht sich beim nächsten Mal. Macht's gut!